Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Freunde, heute gibt es mal so ein bisschen was anderes. Nicht hier immer so bunt und wild und durchgeknallt, sondern ich möchte mit euch heute einfach so ein kleines. Ich schminke mich und ich benutze ausschließlich die Produkte, die ich im Alltag trage. Und wenn ihr wissen wollt, welche Produkte das sind, wie ich die einarbeite, was ich damit mache, dann bleibt doch jetzt einfach dran. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Freunde, falls ihr neu seid, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal jetzt einmal abonniert oder falls ihr es noch nicht getan habt. Das ist immer so süß. Ich kriege immer von euch ganz süße Nachrichten in den Kommentaren. Hey, ich verstehe gar nicht, warum Maxim noch keine 100.000 oder noch mehr Abonnenten hat. Ich weiß es nicht. Aber ihr könnt das ändern, wenn ihr auch das Video mit euren Freunden teilt. Das ist das vierte Video, was ich heute drehe. Mein Gesicht ist am eskalieren. Ich auch. Mein Gehirn. Ich habe noch nichts gegessen. Alles ist vorproduziert im Moment. Und ich möchte als erstes so ein bisschen mit Skincare anfangen. Ihr könnt sehen, ich habe schon so ein bisschen Pflege im Gesicht. Das habe ich vor einer Weile schon gemacht, denn das ist auch der erste Schritt, den ich mache für mein Alltags-Make-up. Ich sage euch immer, ist das Alltag oder ist es eher abends, wenn es ein bisschen mehr sein darf? Für den Alltag benutze ich wie immer meine Beauty Mate Hyaluron Lift Cream. Das ist ein perfektes Dupe zu der Charlotte Tilbury Cream, die ich meistens benutze, wenn ich abends weggehe und wenn es ein bisschen schicker sein soll und wenn ich mich so ein bisschen ulala fühlen möchte, so ein bisschen. Kostet ein Hunderter, ne? Muss nicht sein. Die kostet 30, hab da noch besser. Die benutze ich, die habe ich aber auch schon ein bisschen aufgetragen. Das nächste Produkt, und es macht eigentlich gar nicht so viel Sinn, was ich gerade gesagt habe, weil das ist halt einfach wirklich teuer. Das sind zwei Produkte von Dior. Ich habe hier einmal das Capture Youth Matte Maximizer und das Capture Youth Glow Booster. Diese Produkte kosten fast jeweils 100 Euro. Ich habe sie freundlicherweise von dir zur Verfügung gestellt bekommen. Ich habe sie mir damals immer selber gekauft, weil ich sie halt wirklich gut finde. Und ihr wisst, ich zeige euch keine Produkte hier, die ich nicht mag. Also manche Sachen sind ein bisschen kostspieliger. Ich habe aber eine gute Mischung eigentlich in meiner alltäglichen Make-up-Routine mit drin. Das ist davon eins. Den Matte Maximizer gebe ich mir wirklich nur so ein Mini-Mini-Tropfen. Also ihr könnt es kaum sehen, gebe ich mir auf meine Nase und hier so ein bisschen um die vergrößerten Poren herum, weil ich da einfach so ein bisschen, da werde ich ein bisschen schneller ölig. Und das arbeite ich mir richtig schön ein. Das ist im Prinzip am Ende wie so ein Pore-Filling-Primer, der soll aber ein bisschen jünger machen. Weiß ich nicht. Manchmal möchte ich so ein bisschen das Gefühl haben von, oh, ich verwöhne meine Haut und das ist gut, aber es ist teuer. Was wirklich, wirklich, also, und das tut mir weh im Herzen, wenn ich das sage. Das ist von Dior das Glow Booster. Wenn ihr überlegt, ihr wollt euch wirklich mal was gönnen, das hier. Das ist schon so ein bisschen Skincare, aber ihr werdet es gleich sehen. Ich presse das so ein bisschen in meine Haut an und gebe mir das auf meine Lippen und ich drücke das einfach nur in meine Haut ein. Und es dauert jetzt so ein bisschen länger. Eventuell kommt demnächst mein Video, ich mache ungeschnitten mein Make-up oder so. Das wird ein Krampf, damit ihr seht, wie schnell das eigentlich geht. Wobei, da rede ich ja auch. Also normalerweise brauche ich für diese Make-up-Routine 15 Minuten für Full Cake Face in meinem Gesicht. Liegt aber einfach daran, dass ich weiß, wo hier was steht. Die Handgriffe sind abgetaktet und ich kenne mittlerweile mein Gesicht so ein bisschen und weiß, was funktioniert, was funktioniert nicht. Ich mache im Alltag tatsächlich schon viele Experimente, aber das ist wirklich das Make-up, was ich euch jetzt hier zeige, auf wo ich immer zugreife, wenn ich einfach rausgehe. Also ich schminke ja meistens morgens so um 6 mein YouTube-Video-Make-up, schminke mich dann ab und so gegen 10 vormittags schminke ich mich dann neu mit meinem Tages-Make-up, dass ich dann Stories und alles machen kann. Manchmal, im Moment ist es ein bisschen öfter, trage ich auch einfach dann gar kein Make-up. Aber das sind die Produkte, die regelmäßig in meinem Gesicht sind. Ich bin gleich nochmal so ein Stückchen näher gekommen. Und jetzt könnt ihr, glaube ich, sehen, dass meine Haut halt sehr, sehr glowy aussieht. Und ich möchte gleich so ein bisschen Glow, noch ein bisschen mehr Glow haben. Und dazu benutze ich von Fenty Beauty das Wadded Dew Spray. Es wird ein recht langes Video heute. Also vielleicht haltet ihr das Video einmal kurz an und holt euch was zu trinken. Weil es sind viele Schritte, die ich jetzt mache, um wirklich dieses saftige Make-up hinzukriegen. Ich schüttel das. Das Ding ist auch
recht teuer. Ich glaube, es kostet 30 Euro. Aber das ist das beste Spray für vor dem Make-up, finde ich. Das ist so ein bisschen glowy. Und das macht das Make-up dann so, dass es aussieht, als hättet ihr schon ein paar Stunden drauf. Also wenn ihr ölige Haut habt, ist das vielleicht nichts. Aber ich setze euch einfach mal alle Produkte unten in die Infobox. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Kommen wir zur Foundation. Und das ist tatsächlich der einzige Schritt, der immer recht variierend ist. Also da achte ich, und es klingt total bescheuert, aber vielleicht bin ich auch einfach ein bisschen durchgeknallt, immer auf den Wetterbericht. Heute ist es eher ein bisschen kühler und recht trocken. Da könnte ich ein bisschen was Glowiges benutzen. Und wie gesagt, meine Favorite Foundation kennt ihr. Das ist die Dior Forever Skin Glow Foundation. Die ist nicht so teuer. Ne? Das ist keine Drogerie, aber das ist nicht so teuer. Aber für Team Günstmaus unter euch, die Luminous & Smooth Foundation von Maybelline ist das, glaube ich. Ja, Maybelline Fit Me Luminous & Smooth. Die kommt der schon recht ähnlich. Von der Deckkraft her, vom Finish her, von der Langlebigkeit her. Und ich gebe mir von der Dior immer nur so 2-3 Pumpstöße auf meine Mischplatte und mische die dann mit einer günstigeren Foundation, weil ich so einfach viel, viel mehr von der High-End Foundation habe, die Benefits von beiden mit drin habe. Also die Dior ist schon recht glowy. Und dann gebe ich die L'Oreal Infallible Foundation mit rein. Die habe ich in der Farbe 235 und das mische ich mir dann auf meiner Mischplatte, Freunde. Die sieht aus wie die Bahnhofstoilette. Ich mische mir das dann mit einem Pinsel hier und gebe mir das dann einfach schon mal hier so ein bisschen hin. Und jetzt nehme ich eigentlich immer nur diesen einen Pinsel. Und das ist der Morphe M439. Das ist ein Buffer Brush. Und damit gehe ich rein und arbeite mir das Produkt erstmal hier von der Mitte aus in wirklich stampfenden Bewegungen. Also ich bin nicht zart mit meinem Gesicht. Ne? Das, wisst ihr. Aber ich stampfe das wirklich rein, weil ich das Gefühl habe, dadurch kriege ich die Foundation richtig intensiv in meine Poren mit rein und kann das so ein bisschen besser einklopfen. Damit kriege ich erstmal die meiste Deckkraft schon mal auf mein Gesicht, die ich haben möchte. Kann dann hier mit dem Rest einfach so ein bisschen an meinen Hals und an meine Ohren gehen. Ich kriege immer recht schnell sehr, sehr rote Ohren. Sieht nicht immer ganz so schön aus, genauso wie mein Hals. Der ist immer rot, aber auch das ist für euch ja nichts Neues bei mir. Und dann, dreimal dürft ihr raten, was jetzt kommt, mein Schwamm in Zusammenarbeit mit Luvia Cosmetics. Das ist für mich der beste Schwamm und ich würde auch fast behaupten, einer der besten Schwämme, weil er halt von der Größe her sehr, sehr schnell ist. Ihr kriegt ihn gut sauber. Ich habe eben, leider ist er in meine Mischplatte gefallen, deswegen ist er so ein bisschen schmantig hier. Es macht Spaß, er verändert die Farbe und er ist ja auch wieder erhältlich. Und damit gehe ich einfach hier über mein Gesicht und arbeite mir den Rest, den ich hier in meinem Gesicht habe, in die Haut ein. Und dadurch habe ich halt nicht an manchen Stellen zu viel oder an manchen Stellen zu wenig Foundation, sondern ich verteile das Produkt sehr, sehr gleichmäßig. Foundation sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Und jetzt gehe ich wieder mit meinem Spray über mein Gesicht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass je mehr ich jetzt in meine Base investiere, desto schöner sieht sie auch aus. Ich rechne bei meinem Make-up immer so in mehreren Stunden. Ich mache mein Make-up um 10, um 14 Uhr habe ich einen Termin, da sieht das Make-up geil aus, weil es dann so schön durchgefeuchtet ist und mit der Luftfeuchtigkeit und so fantastisch. Ah, ich habe hier ein Haar. Bei Concealer gibt es eigentlich auch nur zwei für den Alltag und die sind tatsächlich Drogerie. Das ist einmal von Revolution, der XX Concealer in der Farbe CX9. Der ist so ein bisschen pinkstichiger und den gebe ich mir direkt hier unter meine Augen. Und dann mische ich noch einen weiteren Concealer mit runter. Und das ist der von Milani. Das ist der Conceal & Perfect Concealer in der Farbe 135 Medium Beige. Und den gebe ich mir hier noch so ein bisschen hin. Auch der hat eine extrem hohe Deckkraft, ist spottbillig. Und wirklich unter den Augen lasse ich das Ganze setten. So ein bisschen, denn ich möchte die meiste der Kraft unter meinen Augen haben. Dann gehe ich einfach hier schon mal so ein bisschen über die Kontur. Und jetzt wird das Ganze so ein bisschen hektisch, denn ich will nicht zu viel Zeit verlieren, bis mein Concealer zu trocken ist, um ihn auszublenden. Ich will aber auch nicht zu lange warten. Optional, das ist das, was ich im Moment mache. Ich will halt ehrlich mit euch sein. Es bringt nichts, wenn ich euch hier Produkte zeige, nur weil sie extrem günstig sind und ich sie am Ende nicht wirklich benutze und sie dann vielleicht jemand nachkauft. Lieber bin ich ehrlich mit euch, habe hier ein paar wirklich teurere Produkte mit drin, aber ihr wisst, dass ich sie jeden Tag benutze. Ich nehme einen Pinsel, der ist tatsächlich von Avon, das ist der 101er und dann die Palette von Natasha Denona. Und ich gehe eigentlich, hätte ich mir die Palette nur kaufen müssen wegen dieser Konturfarbe hier. Ich lade den Pinsel auf, mache meine Haare hoch und dann stempel ich
mir diesen Bronzer hier überall hin. Und fangen hier oben an. Die meisten von euch, God bless, haben keine Geheimratsecken. Die meisten von euch sind nämlich weiblich. Wenn ihr Geheimratsecken habt, dann höchstwahrscheinlich auch nicht so wie ich. Ich bin in einem Alter, man möchte es kaum glauben, ich möchte es selber nicht glauben, aber da kommen die Geheimratsecken tatsächlich schon. Und damit kann man das so ein bisschen kaschieren. Und das mache ich wirklich nur auf der Stirn und mit dem Rest, den ich am Pinsel habe, gehe ich dann einfach hier hin, an die Schläfe und dann hier runter. Und jetzt seht ihr schon, dass das Ganze wieder so ein bisschen Dimension bekommt. Meine Haare haben auch viel Dimension heute, aber das ist nicht so schlimm. Dann nehme ich, mache ich im Moment total gerne, von Tati Beauty diesen kleinen Bubbel hier und arbeite mir den Concealer ein und blende mir den Concealer nur hier an der Kontur aus. Ich lasse das Ganze immer noch so ein Momentchen setten und nehme jetzt einen Pinsel von, also es sind die besten Pinsel, die ich tatsächlich habe, von Letizia Lemak, den FF4 und gehe in der Bronze-Palette von Natasha Denona in diesen Ton hier oben und geben mir das schon mal hier so ein bisschen hin. Diese Farbe ist so die Übergangsfarbe zwischen Bronzer und dem Blush gleich. Also ihr seht, er ist so ein bisschen orangefarbener und das ist gleich schon mal so ein bisschen weicher. Und jetzt nehmen wir die Blumenpalette, die habe ich ja euch neulich schon gezeigt, und nehme denselben Pinsel mit dem Produkt, das schon dran ist, und gehe in diese Farbe hier und ganz leicht in die und dann wieder hier. Dann klopfe ich so ein bisschen ab und das setze ich mir hier hin. Und ihr seht sofort, dass meine Base halt sehr, sehr weich ist. Dadurch, dass ich von Creme zu Creme arbeite, habe ich nicht diese pudrigen Flecken. Und ich empfehle euch, arbeitet mit Cremeprodukten. Ich weiß, es klingt erstmal ein bisschen gruselig, aber wenn ihr es einmal geschafft habt und wisst, wie ihr arbeiten müsst, in welcher Geschwindigkeit, mit welchen Bewegungen, ihr werdet es nicht bereuen. Und jetzt kommt tatsächlich wieder ein Drogerieprodukt, was ich noch gar nicht so lange habe, aber seitdem ich es habe, will ich es nicht mehr missen. Und das ist von Maybelline das Fit Me Matte and Poreless Puder. Dann nehme ich den Pinsel von Letizia in der FF3, gehe hier rein, lade den Pinsel richtig auf. Der soll richtig voll mit Puder sein und dann nur ganz leicht unter meinen Augen. Wirklich nur unter den Augen, denn ich bake gleich. Ihr könnt schon mal so ein bisschen über eure Lidfalte gehen, dass das nicht so stark creased. Und jetzt ist schon eine ganz, ganz leichte Schicht Puder im Gesicht. Und zwar habe ich hier einmal von Anastasia Beverly Hills. Jetzt kommt, Achtung, die Baking Queen ist am Start. Anastasia Puder. Nehme meinen Schwamm, die flache Seite. Lade richtig gut Puder hier auf. Guck nach oben und mache mein Gesicht so ein bisschen schräg. Und setze mir das dann unter die Augen. Und zwar eine Menge. Mit dem Rest am Schwamm gehe ich dann hier einfach so ein bisschen überall drüber. Und den Rest, den ich hier drin habe, den hebe ich einfach auf für morgen. Also, oder für später, je nachdem, wie oft ich mich heute noch schminke. Ich lasse das Ganze unter meinen Augen baken, nehme mir einen Puderpinsel und nehme einfach den Rest, den ich hier noch in der Kappe habe oder so. Und sette damit einfach so ein bisschen willkürlich durch mein Gesicht. Und ich lasse das unter den Augen wirklich einen Moment da, denn ich finde, das sorgt dafür, dass es nochmal ein Stückchen heller wird. Beim Bronzen ist es mir tatsächlich fast egal, was ich benutze. Im Moment ist es der City Bronzer von Maybelline mit dem Pinsel von Catrice. Also ich rufe morgen mal Catrice an und frage, ob wir so einen Pinsel machen können, weil das ist ja fantastisch. Ich habe den City Bronzer in der Farbe Light Cool und dahin setze ich mir einfach nur hier so ein bisschen rüber und dann drehe ich den Pinsel so und konturiere damit auch gleich noch so ein bisschen. Ihr könnt auch übrigens mit meiner Palette konturieren. Das ist dann die Farbe Subtle, aber sie ist extrem pigmentiert, also seid da vorsichtig. Als Blush benutze ich im Moment nichts, wirklich nichts anderes als von Bella und BH mit dem Code MAXIM10. Könnt ihr 10% sparen auf alles. Beste Palette überhaupt. Ich nehme einen Pinsel, gehe in alle drei Farben, klopfe ab und dann boom. Blushy, soft, peachy, ein leichter Glow ist mit drin. Ich nehme hier von Catrice den Brow Definer. Der ist ja endlich wieder da und male hier unten einfach nur so ein bisschen aus und fülle mir dann so in kleinen Strichen wieder die Lücken und gebe so ein bisschen die Form, ohne wirklich eine Linie zu ziehen. Dann bürste ich das Ganze einmal hier nach oben und gehe jetzt zum Essence Tiny Tip Precise Brow Pen und damit male ich mir die Härchen nochmal nach. Amazing. Ich liebe die Base. Schreibt mir doch jetzt gerne einmal in die Kommentare, welche eure liebsten Produkte für eure tägliche Routine sind, auf die ihr nicht verzichten könnt. Auf meine Lippen gebe ich von Maybelline den Super Stay Matte
Ink Liquid Lipstick in der Farbe Seductress. Das ist die 65. Schönste Farbe. Schaut euch das an. Das ist einfach so eine neutrale und natürliche Farbe. Und der trocknet runter, ohne dass er richtig trocken wird. Auch bei der Mascara bleiben wir Team Günstmaus treu wieder. Und das ist die Rival de Loup Better Than Yours Mascara. Und da nehme ich das Bürstchen, streife das ab. Ich weiß, das sollte man nicht machen. Ist total unhygienisch, aber ja, egal. Und dann gehe ich einfach hier so ein bisschen durch. Und die macht so schöne Wimpern. Und ist einfach so günstig. Mascara ist einmal drauf. Zum Setten würde ich dann wieder das Fenty Spray nehmen. Mache ich jetzt noch nicht, weil die Mascara einfach noch nicht getrocknet ist und ich keine Flecken überall haben möchte. Fertig. Und das, Freunde, ist einmal der fertige Look mit meinen meistgenutzten Produkten für den Alltag. Also so oder so ähnlich schminke ich mich jeden Tag, wenn ihr mich bei Instagram seht, wenn ihr mich hier, wenn ich schon geschminkt bin, seht. Natürlich variiere ich mal so ein paar Produkte, aber das sind eigentlich so meine Holy Grails. Und im Prinzip war das eigentlich auch schon meine Jahresfavoriten. Wobei, da werde ich aber noch ein paar andere Produkte mit einbauen. Das könnt ihr mir glauben. Freunde, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich wünsche euch einen zauberhaften Abend. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns beim neuen Video hier auf meinem Kanal. Passt auf euch auf.